Kommt bald eine Sony ZVE 10 Mark II, dazu jede Menge neue Objektive. Das und mehr erfahrt in diesem Video. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Bei mir findet ihr Fotografie, Tipps und Tricks, immer Informationen zur Kameratechnik und die Geschichte hinter den Bildern. Wie eigentlich schon gesagt, hat sich ein bisschen was getan im September und das Ganze möchten wir jetzt natürlich mal hier wieder ordentlich einholen und dann auch mal schön eine Übersicht hier machen über das, was ist. Wir haben viele Updates, wir haben viele Objektive, auch das ein oder andere Gerücht über eine neue Kamera, auch nicht von Sony, obwohl wir über das E-Mount reden. Aber eins nach dem anderen. An dieser Stelle unterbrechen wir das Video mal ganz kurz mit einer Nachricht vom Sponsor des heutigen Videos und das bin ich selber ausnahmsweise. Denn in meinem Shop gibt es dieses Jahr zum ersten Mal einen Kalender, das ist jetzt der hier von 2023, ist aber dann dieselbe Größe, dasselbe Papier. Also ihr seht hier ein schönes mattes Finish auf einem ordentlichen Papier. Könnt ihr in meinem Shop erwerben. Das Schöne noch, das Ganze, was hier an Gewinn rauskommt, das geht nicht zu mir in die Tasche, sondern das wird gespendet an eine gemeinnützige Organisation. Wenn ihr Interesse daran habt, gerne mal den Link unten in der Videobeschreibung anschauen. Steht alles weitere. Jetzt geht's weiter mit dem Video. So, und jetzt wollen wir auch loslegen direkt mit den Sony News. Und da ist das erste keine News direkt, denn ich habe die Sony A7C Mark II da. Und ich schreibe ja das Buch im Bildner Verlag dazu, deswegen habe ich sie da, habe sie jetzt gekriegt vor ein paar Tagen. Und ich werde natürlich auch hier auf dem Kanal dann ein Review veröffentlichen. Da schon mal vorab die Frage, was würde euch denn interessieren dazu? Was möchtet ihr sehen? Habt ihr irgendwelche Fragen oder sowas? Gerne unten in die Kommentare. Und dann bleiben wir gleich mal bei den Kameras. Denn da ist eine neue Industriekamera von Sony mit dem E-Mount vorgestellt worden. Eine sehr, sehr kompakte Filmkamera, die unterm Strich ja eine ganz normale E-Mount-Kamera ist. Die ILX-LR1. Wirklich extrem kompakt. Dagegen ist wahrscheinlich die A7C noch gigantisch. Dafür natürlich auch abgespeckt, wie gesagt, halt für die industrielle Anwendung. Eine neue Kamera ist registriert worden, beziehungsweise sind mehrere Kameras registriert worden. Die eine oder andere davon haben wir tatsächlich dann schon gesehen. Und es ist immer so, wenn in China die Kamera registriert wird, dann steht nicht da, das ist die Sony A7 5 oder sowas, sondern da steht halt einfach nur eine Nummer da und dann kann man anhand der Spezifikationen im Wi-Fi-Bereich gerade sehen, okay, ist es eher eine High-End-Kamera oder ist es eher eine Einsteiger-Kamera, sage ich mal. Das ist alles, was man weiß. Und jetzt in dem Fall ist es so, dass eine der Kameras mit anhand der Wi-Fi-Spezifikation eine High-End-Kamera sein müsste und da ist die nächste, die kommen soll, die Sony A9 Mark III. Dann wird wahrscheinlich die A9 Mark III auch die nächste Kamera sein, die kommt. Und normalerweise vergehen zwischen Registrierung und Veröffentlichung so 2 bis 4 Monate. Also irgendwo um Jahreswechsel drumherum werden wir die Sony A9 Mark III sehr wahrscheinlich sehen. Garantie gibt es aber nicht. Und die letzte Kamera, die noch vorgestellt wurde, das ist eine neue Burano High-End Cinekamera. Wird sicherlich die meisten nicht interessieren. Kostet knapp $25.000. Ja, nur so in den Raum gestellt, net to know. Was es nicht mehr geben wird, das ist die Sony A7R 3A. Das war ja dann so ein Zwischenmodell, wo Sony dann mal so ein bisschen was zwischen der A7R 3 und der A7R 4 verbessert hatte, so ein bisschen Display und sowas. Die Kamera ist jetzt eingestellt worden, ist aber auch nachvollziehbar. Wir sind mittlerweile bei der Sony A7R Mark 5, von daher alles ganz normal. Die Sony FX30, die hat ein Firmware-Update bekommen zu 3.0. Da soll es allerdings Probleme geben mit den Batterien von Drittherstellern. Probleme in dem Sinne, man wird dann zum einen gefragt, hier Bedienung und Sicherheit kann nicht gewährleistet werden. Ist das in Ordnung für dich? Ja, ist okay. Und man sieht keine Prozent mehr. Das macht es, denke ich mal, für den einen oder anderen ein bisschen relevanter bzw. ein bisschen schwieriger, mit den Drittherstellerbatterien zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob Sony das jetzt durchziehen möchte und quasi darauf pochen möchte, dass man die Sony-Batterien nutzt. Lassen wir uns mal überraschen. Bisher ist es nur die FX30. Und ich weiß auch tatsächlich nicht, ob das wirklich überall so war oder ob das nur bei dieser einen Kamera so war, ich weiß es nicht. Kommt von Sony Alpha Rumors, da wiederum hat es von einer Person gesagt bekommen, aber ich denke mal schon, dass das relativ, ja, dass es einfach mit dem 3er Update kam. Wenn ihr die FX30 habt, gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr das Problem auch habt. Die Kamera, die hier filmt, die Sony ZVE 10, die wird wahrscheinlich demnächst noch ein Update kriegen, beziehungsweise ein Upgrade zur Sony ZVE 10 Mark II. Die Kamera ist ja jetzt auch schon zwei Jahre auf dem Markt. Also die könnte man langsam upgraden, zumal ja Sony mittlerweile angefangen hat, bei den ZV-Kameras hier die ersten Upgrades rauszuhauen. Ein Update soll die Sony A1 erhalten. Das ist, denke ich mal, sehr, sehr nötig, um einfach die
Kunden ordentlich bei der Stange zu halten, weil die Update-Strategie ist nicht so pralle. Und gerade die A1 als absolute High-End-Kamera wird da von Sony aktuell so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und wir haben viele Features, die die A1 mittlerweile sicherlich könnte, sie aber einfach nicht bekommt. Das ist immer so ein bisschen ärgerlich und da verliert Sony sicherlich auch den einen oder anderen Kunden immer mal wieder, weil diese Update-Strategie halt nicht wirklich nachvollziehbar ist. Man sagt dann halt lieber, okay, ich hau nach 2 Jahren eine neue Kamera raus, statt die alte Kamera noch mit Updates zu versorgen. Da sind andere Hersteller ein bisschen besser. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Und zu guter Letzt noch eine kleine nette Info, sage ich mal. Der Film The Creator, der jetzt bald rauskommt, der ist komplett mit FX3-Kameras geschossen worden. Also keine überdimensionierten Riesen High-End-Kinokameras, sondern doch recht klein und kompakt. Sieht aber trotzdem recht gut aus. Ich habe tatsächlich durch Zufall letztens den Trailer im Kino gesehen gehabt. Sieht sehr, sehr interessant aus. Gehen wir weiter zu Tamron. Da ist das neue 70 bis 180 Mark II präsentiert worden. Habe ich im Test gehabt, ist schon auf dem Kanal. Es kommt noch ein Vergleichsvideo von der Mark I-Variante zur Mark II-Variante. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne jetzt schon mal abonnieren. Ein Vergleich zum Sony G Master zum 70 bis 200, der ist schon online. Und das zweite Objektiv, was präsentiert wurde, ist ein neues 17 bis 50 mm F4. Für Vollformat. Auch das habe ich schon getestet. Auch da gibt es das Review schon auf dem Kanal. Tatsächlich gibt es mal keine neuen Patente oder Gerüchte. Ansonsten gab nur die beiden Objektive. Bei Sigma gibt es eine kleine Überraschung. Die haben ja das 24 bis 70 F2.8 und das läuft auch eigentlich, was man so mitbekommt, recht gut und die Leute sind auch zufrieden damit. Nichtsdestotrotz ist das Objektiv jetzt eingestellt worden. Ist jetzt ein bisschen, ja, wie gesagt, kurios, ein bisschen komisch, dass Sigma jetzt hier diesen Schritt macht. Ich denke mal, dass es dann einfach heißen wird, okay, Sigma plant eine Mark II-Variante und möchte jetzt die Lager leer räumen quasi, um dann die Mark II-Variante draufzupacken. Lassen wir uns mal überraschen, wann es kommt. Was kommen soll, beziehungsweise jetzt mittlerweile schon da sein müsste, wenn mich nicht alles täuscht, am 6.10. Soll ein Ja, sollen ein oder zwei neue Objektive von Sigma kommen. Zum einen endlich das 70 bis 200 F2.8 und zum anderen ein Weitwinkel für APS-C. Was genau kommen wird, wissen wir noch nicht. Bisher ist nur bekannt, dass am 5. bzw. 6.10. es gab zwei Daten, die da im Internet kursierten, ein Event sein wird oder eine Präsentation sein wird, wo Sigma etwas präsentiert. Was genau ist nicht bekannt. Und es gibt halt zum einen seit Ewigkeiten das Gerücht um 70 bis 200 F2.8 und zum anderen gibt es jetzt noch ein neues Gerücht zu einem Weitwinkel für APS-C. Welche Brennweite oder sowas ist da aber noch nicht bekannt. Ja, wir werden sehen, was kommt, beziehungsweise ihr werdet es ja vielleicht sogar schon wissen, wenn ihr das Video hier seht. Ich weiß es jetzt noch nicht. Bei den anderen Herstellern, bei Samyang gibt's ist das 24 mm und das 35 mm F2.8 Autofokus eingestellt worden. Das waren ja somit die ersten Autofokus-Objektive von Samyang. Das 35er hatte ich damals auch da, war nicht so zufrieden damit. Und deswegen ist es völlig in Ordnung, dass sie die jetzt eingestellt haben. Zumal sie gerade beispielsweise beim 24er, da hatte ich ja Anfang des Jahres mal das F1.8er getestet. Das ist ja super. Und dann ist das F2.8er als altbackene Variante, sage ich mal, vielleicht dann auch einfach hinten rum. Runtergefallen. Und bei Smallwick gibt es jetzt auch die FW50 Batterien, sprich die kleinen Sony Batterien, jetzt auch von Smallwick. Beim Objektiv Schnelldurchlauf als Gerüchte. Bei Wildrox kommt demnächst ein 20 mm F2.8 für Vollformat. Es sieht sehr kompakt, sehr klein aus, also vielleicht so in etwa die Größe. Das ist völlig in Ordnung, sieht sehr, sehr gut aus. Außerdem sollen 135 mm F1.8 Lab-Objektiv kommen. Das ist wohl irgendwie eine neue High-End-Reihe, die Wildrox da reinbringen möchte. Beide Objektive, sowohl das 20er als auch das 135er, gibt es schon als Bilder. Also kann es hier nicht mehr allzu lange dauern, bis das Objektiv dann auch vorgestellt wird. Bei Samyang soll wahrscheinlich ein 16 bis 35 F2.8 um die Ecke kommen, wahrscheinlich als Vollformat. Wäre dann ja schön, den 24 bis 70 haben wir ja schon. Dass wir jetzt noch hier die Weitwinkelvariante bekommen. Bei TT Artisan sollen zwei neue Objektive kommen. Was genau ist nicht bekannt. Ein Objektiv davon haben wir wahrscheinlich schon gesehen, nämlich ein 500 mm 6.3. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Und zum anderen gibt es Gerüchte, dass TT Artisan an einer E-Mount-Kamera arbeitet. Das wiederum wäre sehr, sehr interessant, wenn Sony sagen würde, okay, wir machen das Mount nicht nur für Dritthersteller auf, dass sie Objektive machen können, sondern wir machen das Mount auch auf für Dritthersteller, dass sie Kameras dahinter bauen können. Fände ich einen sehr, sehr interessanten Weg, den sie einschlagen würden. Und das würde dann so ein bisschen in Richtung von der L-Mount Alliance gehen. Weiß ich nicht.
Ich denke mal, es könnte dem Mount als solches nicht schaden, weil TD-Artisan würde dann ja wahrscheinlich keine 2000-Euro-Kamera machen, sondern das wäre dann sicherlich eine sehr, sehr günstige Einsteigerkamera mit entsprechenden Abstrichen natürlich. Aber das wäre doch mal was, oder? Was ist eure Meinung dazu? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, können wir uns sehr gerne mal drüber austauschen. Und in Summe sollen wohl 13 neue Objektive zeitnah erscheinen für das Sony E-Mount, nicht von Sony, sondern grundsätzlich. Von einem unbekannten Hersteller haben wir schon ein Bild gesehen, von einem 35er und einem 56er F1.8. Die sehen sehr stark nach umgebrandeten Wiltrox-Objektiven aus, die wir jetzt hier schon ein paar Mal gesehen haben. Lassen wir uns mal überraschen, was da kommt. Vorgestellt worden ist bei Brighton Star ein 35mm F0.95 APS-C-Objektiv und ein 9mm F5.6 für Vollformat. Bei Pergear haben wir ein 14mm F2.8 Objektiv, die Mark II Variante. Das Objektiv gab es schon mal und das ist dieses Objektiv hier. Habe ich gerade schon zum Testen da. Die ersten Bilder habe ich damit auch schon gemacht. Review folgt dann, sobald ich durch bin. Würde euch dazu irgendwas interessieren? Schreibt auch das einfach gerne mal unten in die Kommentare. Bei Sirui, da gibt es demnächst mein Review zum 35mm Nightwalker. Die haben jetzt eine neue Cine AF-Reihe rausgebracht für APS-C mit einem 23er, einem 33er und einem 56er F1.2. Bei Mikey gibt es ein 85mm F1.4 in Weiß oder Schwarz, auch mal eine sehr interessante Variante. Bei TT Artisan, wie gesagt, ein 500mm F6.3 als Festbrennweite. Und bei Seven Artisan gibt es ebenfalls ein 9mm F5.6 für Vollformat. Wenn euch irgendeins der Objektive mal im Review interessieren würde, wie gesagt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben, dann versuche ich den Hersteller mal zu kontaktieren. Bis Ende des Jahres bin ich tatsächlich schon relativ ausgebucht, aber nichtsdestotrotz kriegt man das vielleicht noch irgendwie unter. Oder dann Anfang nächsten Jahres. Und nächstes Jahr ist auch ein gutes Stichwort, denn wie gesagt, den Kalender könnt ihr käuflich erwerben. Link gibt es unten in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, der Erlös geht nicht an mich, sondern der wird gespendet. Wenn ihr noch irgendwelche News, Gerüchte oder Informationen aus dem Sony-Universum habt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Können wir uns auch gerne sehr gerne nochmal drüber austauschen. Ich werde im Video dann ansonsten am Ende, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.